Hallo. Edwin, ich kann Chinesisch lesen. Wissenschaftler haben ein spezielles Wort für Menschen geprägt, die glauben, dass Tiere sprechen können und dass Geister in Steinen und Flüssen leben. Die nennen wir Animisten, die Menschen, die an die Existenz von Geistern und spirituellen Wesen glauben. Weißt du, woher dieses Wort kommt? Ja, aus dem Latein. Anima. Es ist Latein für Geist. Ein Geist ist etwas, das Dinge fühlen und wollen kann und mit anderen Geistern über das sprechen kann, was sie fühlen und wollen. Für Animisten ist es vollkommen logisch, mit Bäumen, Elefanten, Blumen oder Steinen zu sprechen, weil Animisten denken, dass all diese Dinge einen Geist haben. Findest du das gut?